Radio Hamburg Video. Radio Hamburg Megastar Smudo von den Fantastischen Vier bei uns hier im gläsernen Studio. Und wir haben es gerade schon gesagt, Bär Lesker, Freundinnen in Bär, haben wir gerade schon gehört. Ist er in der DSDS-Jury neben Dieter Bohlen und deswegen erwarten wir eigentlich, dass die Fanta 4 den nächsten Song von Dieter Bohlen neu rausbringen. Sollte passieren, oder? Ja, also ich möchte es nicht ausschließen. Darf ich mich so ausdrücken? Wir wollen zumindest mal anklingen lassen, wie sich das anhören könnte. Geronimo's Cadillac mit Smudo. Du hast was vorbereitet, ja? Aber du hilfst mir jetzt dabei. Natürlich, gut. Ich habe ein Beat von euch genommen, eine sehr Gitarre gut. Von mir. Ja. Ich hier in der und Hand. Ein Text von Ditze. Und der Text ist von Dieter, ist man ja die Musik natürlich weg. Erstmal der Beat. Ich kenne ja bloß einen Refrain, aber egal. Versuchen wir das mal. Wie hast du den Text hier oft? Genau, du rappst einfach das von Dieter. Achso, irgendwie. Genau. Was war's schon? Ne? Wir können gleich anfangen. Wir können gleich machen. Okay. Du musst mir eine 4. Wanna share my dreams, wanna share with you. On the wings of love, like dreams do. Touch your heart. You're the queen of broken hearts. Yeah. Oh, we are daytime friends and nighttime fools. Wanna play this game? You break the rules. Cheers of love, ho ho, frozen tears. Geronimo's Cadillac is making all girls go mad. Geronimo is making all girls go mad. Oh, it's a drag. Geronimo's Cadillac. Noch länger antun? Nein, auf gar keinen Fall. Was hat denn Dieter da geschrieben? Making all girls turn mad. Also, na gut, okay. Hey, Dieter. Absolut, hey. Fantastisch. Hey. Damit natürlich einen großartigen Applaus. Klasse. Aber man muss sagen, die Texte von Dieter Bohlen sind immer was mit Wings und Freedom und... Ja. Love is such a lonely sword. Sag mal, Dieter, das heißt Sword. Warum sagen wir das denn keine? Smudo, Donnerstagabend findet Schele Smu in der Prinzenbar auf dem Kiez statt. Das ist eine Partyreihe mit dir, die es schon seit 10 Jahren gibt. Ja. Für alle, die es nicht kennen, was machst du da? Also Schele Smu, beim Smudo heißt das, ist einfach geboren vor über 10 Jahren sogar schon als eine ein Bekannter legt Lieblingsplatten auf Reihe, die es hier mal vor 10 Jahren gab in der Prinzenbar. Und die war aber speziell, als ich aufgelegt habe, so erfolgreich und ich weiß nicht, woran es liegt. Aber es macht einen riesen Spaß. Ich beginne den Abend mit erstmal ein paar Stunden Funk-Music und Funk-Music. Ich habe Funk-Music verstanden auch. Ja, man versteht nur das, was man will. Und dann kommt anschließend, wird in Rap, und zwar in Pop, aber auch 80s-Hardcore-Rap-Bereiche geschwenkt mit vielleicht einem Ausflug in Ska oder Reggae. Und dann, wenn der Abend richtig spät wird und wir alle ordentlich Limonade getrunken haben, dann wird es meistens etwas ausufernd, feiern wir mit total ausgeflippter Musik. Das Motto ist Dance, Dance, Dance. Sehr geil. Und das klappt jedes Jahr. Und dieses Jahr machen wir 10 Jahre. Geil, Nummer. Ein bisschen spannend, weil es Donnerstag Runde der Woche ist. Aber ich glaube, es wird toll. Ich freue mich so drauf. Wir bedanken uns bei Smudo, der heute Morgen hier im Gläserne Studio war. Ja. Eine Stunde ist ja immer so schnell rum. Und Sie vergessen natürlich auf gar keinen Fall Smudo. Donnerstagabend, livehaftig in der Prinzenbar auf dem Kiez bei Schele Smu. Legt er seine Lieblingsplatten auf. Nochmal ganz kurz, was gibt's da? Es wird getanzt, getanzt, getanzt zu Funk, Soul, Rap und so weiter und so weiter. Also kommen Sie Donnerstag ab 21 Uhr in die Kastanienallee 20. Für 12 Euro kommen Sie rein und Radio Hamburg Clubmitglieder sparen beim Kauf von 2 Tickets 5 Euro. Wir bedanken uns für deinen Besuch und was steht heute noch an? Ich muss ins Büro. Das klingt ja so voll uncool, Rockstar-mäßig jetzt. Ich war die ganze Woche nicht da, ich muss was nacharbeiten. Mehr Videos und Podcasts unter radiohamburg.de.